James Kidder, Europasprecher der FPÖ, ist nun am Wort. Präsident und Frau Bundesminister, Sie erinnern sich anlässlich der Debatte über die Wehrpflicht in Österreich, wie Sie sich in die Zeit in Bild 2 gesetzt haben und richtigerweise gesagt haben, dass durch eine Abkehr von der Wehrpflicht der Zivildienst Schaden nimmt und die Rettung wahrscheinlich 10 Minuten später kommt. Sie haben Recht damit gehabt und Sie waren auch ein Element dessen, dass diese Abstimmung so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ich frage mich allerdings, wieso machen Sie in der Sicherheitspolitik genau jenen Fehler, den Sie im Bereich der Landesverteidigungspolitik beklagt haben. Sie haben gemeint, Frau Bundesminister, dass die sogenannte Interventionsdauer der Polizei damit verkürzt wäre. Damit sagen Sie vielleicht die Unwahrheit oder Sie sind falsch informiert. Ich darf Ihnen die Fakten entgegenhalten. Nehmen Sie sich bitte den Arbeitsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 2012 und zwar die Erläuterungen zum Bundeswahl, zum Bundesvoranschlag vor Augen. Und da werden Sie sehen, dass die durchschnittliche Interventionsdauer, das ist jener Zeitrahmen, vom Verständigen der Polizei bis zum Eintreffen der Polizei 20 Minuten gedauert hat. Und jetzt sagt Ihr Generaldirektor für öffentliche Sicherheit ebenfalls, ich zitiere ihn wörtlich, die Einsatzzeit, und zwar Bezug nehmend auf Ihre Wachzimmerschließreform, die Einsatzzeit ist zumutbar, innerhalb von 20 bis 30 Minuten erreichen wir jeden Punkt in Österreich. Das heißt in weiterer Konsequenz, dass die Interventionsdauer sich um 50% erhöhen könnte und ohnehin 20 Minuten indiskutabel sind und es jetzt bis zu einer halben Stunde dauern wird. Und hören Sie mir bitte auf, mit diesem permanenten Märchen von mehr Polizisten. Ich erinnere an die Steiermark, an den Pakt der Frau, jetzt ist sie nicht da, Ex-Innenministerin Fekter Schützenhofer, 300 Polizisten mehr für die Steiermark. Ist natürlich nicht passiert. Ich erinnere an Oberösterreich, dort plakatieren die Bürgermeister gegen diese Wachzimmer-Schließreform, wie sie sagen. Ich erinnere an Niederösterreich, wo hier Resolutionen im Landtag sind, 500 Polizisten mehr, weil einfach zu wenig ist. Ich erinnere an Salzburg, wo Sie, Frau Bundesminister, informieren wollten über diese Reform und die Bürgermeister dankend abgewinkt haben und gesagt, sie sind lieber im Wahlkampf, als sich das anzuhören. Und Herr Kollege Pendel, der vor allem die Polizeisituation in Wien da gelobt hat und die Frau Bundesminister, die heute ankündigt, 1000 Polizisten mehr für Wien bereitstellen zu wollen. Das, Frau Bundesminister, ist die Realität. In Wien wurden 1600 Polizisten abgebaut. Und da kommen Sie gar nicht nach mit Ihren statistischen Tricksereien, um diese Kriminalität schön zu reden. Es gab vor einiger Zeit noch monatliche Berichte über die Kriminalitätsentwicklung. Die sind längst gestrichen worden. Und wenn ich mich erfreche, wollte ich fast sagen, Frau Bundesminister, an Sie im Rahmen meines Interpellationsrechts die Anfrage zu stellen, wie denn die Kriminalitätsentwicklung in Österreich bestellt sei. Da geben Sie mir vor wenigen Tagen die Antwort, offizielle Beantwortung Ihres Ministeriums, dass die Zahlen nicht vorliegen. Und zeitgleich am selben Tag finde ich in einer Tageszeitung ausgewählte Inhalte genau zu jenen Fragen, die ich da gestellt habe. Frau Minister, das ist eine Missachtung des Parlaments, die so auf keinen Fall durchgehen kann. Sie schließen jetzt 122 Posten und dazu etliche in Wien, vielleicht werden es in Summe an die 150 sein und vermeinen damit mehr Sicherheit in der Republik gewährleisten zu können. Also Frau Minister, sowas habe ich noch nicht gehört und darüber hinaus ist es auch eine Beleidigung für die Beamten. Glauben Sie wirklich, die Beamten sitzen in den Polizeiinspektionen und lagern dort die Füße hoch oder starren Löcher in die Luft? Na, mitnichten ist es der Fall. Die haben dort Verwaltungsaufgaben zu machen. Für die Beamten ist es dort ein wichtiger Stützpunkt. Dort sind mitunter Delinquenten und wer Wachzimmerbesuche macht, wird auch erkennen, dass dort regelmäßig hektischer Betrieb ist. Wie soll denn das in Zukunft ausschauen, Frau Minister? Soll der Beamte vielleicht einen Laptop im Rucksack haben und dann unterwegs, weil es keine Polizeiinspektion mehr gibt, sie am Randstein hinhocken und seine Verwaltungsaufgaben machen? Das können Sie doch nicht ernst meinen. Sie wissen und Sie haben ein Loch von 40 Milliarden in Ihrem Budget gefunden und quer über alle Ressorts wird jetzt gespart in aller Brutalität. Und jetzt verkaufen Sie einen Polizei-
Wachzimmer, Schließplan als Reform und als mehr Sicherheit. Wenn dem wirklich so wäre, Frau Bundesminister, wieso ist denn nicht in den Jahren zuvor eine Schließwelle über Österreich gekommen? Weil es natürlich genau das Falsche ist und weniger Polizeiinspektionen heißen ein Mehr an Kriminalität. Und das müssen Sie wissen, wenn Sie diesen fatalen Plan durchziehen. Danke. Statistische Trickserei und Schönrednerei der Kriminalitätsentwicklung wirft Harald Wilimski der Innenministerin vor.